haben leider in der zweiten Halbzeit einfach viel zu viele technische Fehler gemacht. Haben da Hüttenberg, glaube ich, zu fünf mehr oder weniger komplett freien Würfen eingeladen, ohne Torhüter, plus ein paar Gegenstöße. Und das kann man einfach auswärts dann nicht mehr aufholen. Wir müssen einfach den Fokus und die Verantwortung für den Ball einfach viel, viel höher halten. Egal, ob es gegen eine offensive Abwehr oder eine defensive Abwehr ist. Jeder ist da gefragt, dass wir einfach mehr Verantwortung in den Pass und in unsere Aktion reinbringen. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen zusehen, dass wir eine stabile Abwehr hinstellen, unsere Torhüter noch besser unterstützen und vorne einfach unsere Aktion klar spielen und vor allen Dingen dann unsere Chancen auch klar reinmachen. Dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, auch gegen Dresden zu Hause zu bestehen. Wir haben natürlich eine Menge individuelle Qualität, einige Leute, die man seit Jahren natürlich auch in der Liga kennt. Und das wird nicht einfach, aber ja, wir müssen einfach alles reinhauen, müssen zusehen, dass wir in der Abwehr stabil stehen mit einem guten Torhüter. Und dann bin ich da optimistisch, dass wir die zwei Punkte hier behalten. Ganz wichtig, sie können uns viel Energie geben in Phasen, wo es vielleicht nicht so optimal läuft. Genauso können sie noch mehr pushen, wenn es halt schon läuft. Da ist es sehr wichtig, dass die Fans hinter uns stehen. Und ja, ich freue mich über jeden, der jetzt am Mittwoch auch in der Halle ist.